1,1 Liter Carbon Bottle. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR 200, weiter auch HW 100 Bullpupper. Der ganze Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich wieder zu meiner heutigen kurzen Produktvorstellung. Heute möchte ich euch wieder ein Produkt von jabolo.de vorstellen. Und zwar handelt es sich hier um die 1,1 Liter Carbon Bottle. Ihr merkt, ich muss mich nicht großartig anstrengen, um diese zu halten. Die wiegt gerade mal ganz knapp über 1 Kilogramm und ist 31,1 cm lang. Wofür kann man jetzt diese Bottle einsetzen? Die Bottle ist der optimale Begleiter für euren Tag auf dem Schießstand. Denn ihr könnt hier 300 Bar Luft, 1,1 Liter, mobil mit rausnehmen, ohne euch einen Wolf zu schleppen. Die passt wunderbar in den Rucksack oder in eure Schießtasche. Ich zeige euch gerade mal, wie ihr dann komfortabel eure Luftgewehre befüllen könnt. Und zwar könnt ihr das mit dem Edgun Peasy machen. Findet ihr natürlich auch auf jabolo.de. Das ist ein Ventil, das ihr hier oben reinschrauben könnt in diese Flasche. Ich mache gerade mal die Schutzkappe ab, wird hier in das Aluminiumgewinde eingeschraubt. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier in das Loch euer Füllstück von eurem Kompressor oder von eurer Pumpe reinzustecken. Und dann könnt ihr die Flasche direkt mit 300 Bar füllen. Die Anwendung auf dem Schießstand ist dann wirklich denkbar einfach. Ich zeige das gerade mal hier, weil ich es hier noch eingeschraubt habe. Das ist natürlich beim Transport geschützt. Es hat hier einen Sicherungsring, dass ihr beim Transport, wenn ihr auf den Knopf drauf kommt, keine Luft verliert. Diesen könnt ihr ein kleines Stückchen drehen. Dann nehmt ihr das Füllstück, steckt es in eure Quickfill-Kartusche rein und könnt entweder viel Luft rauslassen oder ganz langsam könnt ihr Luft rauslassen. Das ist wirklich eine richtig praktische Kombination. Ihr habt hier unten dran dann auch noch ein Manometer, dass ihr genau seht, wie viel Druck jetzt aktuell noch auf der Flasche drauf ist. Wem diese 1,1 Liter Bottle zu groß ist, der hat die Möglichkeit, fast Hosentaschengröße, die 0,5 Liter Bottle zu nehmen. Oder wenn ihr jetzt ein Wochenende oder eine Woche in Urlaub fahrt oder irgendwo ins Ausland, um zu schießen, gibt es die Flasche auch noch mit 3 Liter und sogar 9 Liter. Die Flasche ist natürlich CE zertifiziert, seht ihr hier oben dran. Sie ist nach DIN EN 12245 gefertigt. Hat 300 Bar Arbeitsdruck, ist getestet bis 450 Bar. Wenn ihr mal 3 Bar zu viel reinmacht, also über diesen 300 Bar, fliegt ihr euch nicht gleich um die Ohren. Also braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen. Verwendbar ist die Flasche 15 Jahre lang. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Schaut auf jabolo.de vorbei. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach mir eine E-Mail an ergandi@jabolo.de schicken. Dann beantworte ich euch natürlich alle Fragen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, servus, sagt der Gandhi.